Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ich befinde mich hier im Lager und werde jetzt erstmal mit Wynn sprechen. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Aber für euer Alter seid ihr doch recht munter. Es ist ein bisschen frech, naja gut. Ich danke euch, es ist nett, dass ihr das sagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Ihr werdet sicher noch viele Jahre herumtoben. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Okay. Seid ihr außer im Turm des Zirkels schon auf viele Abscheulichkeiten gestoßen? Warum fragt ihr? Ihr seid jünger als ich und eure Nerven sind noch stark. Verspürtet ihr Furcht, als ihr den Abscheulichkeiten gegenüberstandet? Ja, schon, aber ich wusste, ich durfte nicht schwanken. Als ich zum ersten Mal eine Abscheulichkeit sah, erstarrte mein Blut zu Eis. Ich hatte danach monatelang Albträume. Am meisten verängstigt hat mich der Umstand, wie leicht ich einer von ihnen werden könnte. Das Monster zu sehen, zu dem man werden könnte, ist sicher beunruhigend. Ein Fehler. Ein kleiner Fehler nur. Und alles, was euch ausmacht, ist einfach fort. Ersetzt. Durch Wahnsinn. Und es gibt kein Zurück. Zumindest behaupten sie das. Zweifelt ihr daran? Seit kurzem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Abscheulichkeit zu heilen. Oder ob ein Magier besessen sein kann, ohne seinen Verstand zu verlieren, seine Menschlichkeit. Dass man mit einem Geist zusammenlebt, ohne besessen zu sein. Wenn er seine Menschlichkeit behält, ist er keine Abscheulichkeit, denke ich, oder? Ja, Wahnsinn und Grausamkeit bestimmen Abscheulichkeiten. Wenn das nicht vorliegt und der Magier sich an sein früheres Ich erinnert, dann ist er keine Abscheulichkeit. So habe ich das nie gesehen. Danke, dass ihr mir diese neue Sichtweise aufgezeigt habt. Aber warum fragt ihr denn überhaupt? Irving hat mir erzählt, wie ihr zum Grauen Wächter wurdet, nach dem unerfreulichen Zwischenfall vor eurer Abreise aus dem Zirkel. Ihr redet von Joan, oder? Genau von dem. Ich respektiere eure Entscheidung und euer Handeln. Beides hat Duncans Wunsch, euch zu rekrutieren, nicht beeinträchtigt. Davon abgesehen seid ihr jetzt ein grauer Wächter. Und vielleicht gehe ich etwas zu weit, aber der Zirkel ist stolz auf euch. Was hat Irving wohl in mir gesehen, das ihn dazu bewogen hat, mich zu empfehlen? Vergeudet keine Zeit damit, Irvings Beweggründe durchschauen zu wollen. Akzeptiert es einfach und seid der graue Wächter, der ihr sein sollt. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll, dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Ich
Ich weiß nicht, muss es denn überhaupt irgendetwas bedeuten? Ich wollte nur wissen, worum es eurer Meinung nach geht, wenn man ein grauer Wächter ist. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Ja. Wenn ich beschütze, dann diene ich also. Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich, weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, der dient, nicht sie. Ja, das klingt irgendwie einleuchtend. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu, und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Ich will aber eigentlich keine Macht, das wollte ich nie. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt. Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Nein, ich rede gern mit euch. Braucht ihr etwas von mir? Warum wolltet ihr nicht im Turm bleiben? Der Zirkel ist in guten Händen. Irving weiß, was zu tun ist. Ich wäre ihm nur im Weg. Ich unterstütze lieber den Kampf gegen die dunkle Brut. Ich konnte meine Aufgabe bei Ostagar nicht erfüllen. Es bleibt noch viel zu tun und ich möchte ein Teil davon sein. Aber ihr habt die Kinder verlassen. Ja, schon. Aber wenn die Verderbnis nicht aufgehalten wird, werden sie alle weitaus mehr leiden, als wir es im Turm erleben mussten. Die grauen Wächter, alle beide, brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Ich werde bis zum bitteren Ende meinen Teil dazu beitragen. Sollte ich noch stehen, werde ich zum Zirkel zurückkehren. Ihr werdet sicher zurückkehren können, wenn ihr das wollt. Vielleicht. Braucht ihr etwas von mir? Ich möchte euch etwas über den Zirkel fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Es ist schon eine Weile her, seit ich den Turm verlassen habe. Beinahe ein Jahr, nicht wahr? Vermisst ihr denn den Turm überhaupt? Irgendwie schon. Es war lange Zeit mein Zuhause. Man kann einen Magier aus dem Zirkel entfernen, aber niemals den Zirkel aus dem Magier. So ähnlich hat das Irving immer formuliert. Es war ein Scherz, aber darin steckt auch ein Körnchen Wahrheit. Ein Magier verlässt den Zirkel niemals wirklich. Und für den Rest seines Lebens gilt er als Magier des Zirkels. Aber ich bin jetzt ein grauer Wächter. Aber ihr werdet immer ein Magier bleiben, vor allem in den Augen der anderen. Ihr steht sowohl für die Magier als auch für die grauen Wächter. Und euer Tun wirft ein gutes oder schlechtes Licht auf beide Gruppen. Bedenkt das. Ich werde es mir merken. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Danke für den Ratschlag, Gwyn. Ah, hör sich einer die alte Frau an. Ihr beginnt ein Gespräch und ich reiße es euch einfach aus den Händen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich froh, dass ihr euch die Zeit nehmt, mich zu beraten. Ich war so lange Mentorin von Schülern, ich mache das schon völlig unbewusst. Ich könnte vermutlich nicht damit aufhören, selbst wenn ich es wollte. Oh. Braucht ihr etwas von mir? Ich möchte euch etwas über den Zirkel fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann.
Wie wurdet ihr eine Magierin? Man wird nicht zum Magier, sondern kommt so zur Welt. Ich müsste ja das wissen. Irgendwann später tritt die Begabung dann zutage. Ihr wollt vermutlich wissen, wie ich zum Zirkel kam. Die Templer haben mich hingebracht, so wie viele andere Schüler. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich war damals sehr jung. Eigentlich muss Dalen das ja wissen, dass man einfach so geboren wird. Naja. Und eure Familie? Ich hatte keine Familie. Meine wirklichen Eltern habe ich nie kennengelernt. In meiner frühesten Erinnerung liege ich in einem Heuschober und versuche, mich warm zu halten. Ein Bauer fand mich und seine Frau schickte mich nicht weg. Aber die beiden hatten selbst Kinder und ich war dort nie wirklich willkommen. Am schlimmsten war der älteste Sohn. Er nannte mich immer Streunerin und warf mit allem nach mir, was er in die Hände bekam. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber eines Tages standen plötzlich seine Haare in Flammen. Glücklicherweise war ein Wassertrog ganz in der Nähe. Wurde er ernsthaft verletzt? Haare und Brauen waren angesenkt, aber verletzt war eigentlich nur sein Stolz. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihm wirklich etwas passiert wäre. Glücklicherweise musste ich nur ein paar Nächte in der kalten Scheune ertragen, mit einer Schale Wasser und einem Krumen hartem Brot. Einige Tage später kamen die Templer. Waren die Templer schlecht zu euch? Einer von ihnen hat mich ignoriert, aber der andere war sehr nett. Er gab mir Süßigkeiten und setzte mich sogar einmal auf seine Schultern, als ich über eine hohe Mauer an der Straße spähen wollte. Ich vergesse nie den Moment, als die Templer mich in die Eingangshalle des Turmes führten. So etwas Gewaltiges hatte ich noch nie gesehen. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Ich wusste, nun war ich zu Hause. Ja, die Zirkel haben auch Vorteile. Kann ein Zuhause sein, eine Lehrstätte, aber gibt natürlich auch viele Dinge, die nicht so gut sind. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Vielen Dank. Nun, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. So kam ich zum Zirkel. Okidoki. Wen haben wir hier? Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Werden sie denn zusammenarbeiten? Allein die Bedeutung eurer Mission hat sie unter einem gemeinsamen Banner vereint. Ansonsten wäre das nicht geschehen. Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Benötigt ihr noch irgendwas? Es gibt immer Bereiche, die sich noch verbessern lassen, grauer Wächter. Für meine Talente wären Runen am nützlichsten. Runen, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie wieder die Voreinstellung, die Standardeinstellung einstellen. Aber offensichtlich nicht. Mist, jetzt ist da gar nichts mehr. Nein! Oh je. Oh Mann, na ja, das mache ich später. Das ist, oh Mann, das ist alles blöd. Ja? Hey, ich würde ganz gern reden. Nun, ich bin hier. Natürlich. Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben.
Habt ihr nicht noch was zu erzählen? Ja? Schon gut. Oh, das ärgert mich jetzt mit Alistair. Wieso ist denn das nicht abgespeichert? Ich verstehe das nicht. Naja. So, ich möchte jetzt den Connor befreien. Das heißt, es geht um Magier? Ja. Unbedingt. Das heißt, die kommen mit, weil sie dann auch was zu erzählen haben. Und ein Templer hat vielleicht auch was dazu beizutragen. Ja. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. Oh je. Beha Joam, oder das sagt mir doch irgendwas. Hallo. Ah, ein weiterer Reisender in diesem schönen Land. Seid ihr möglicherweise auf der Suche? Meine Bündel sind zwar leicht, doch ich habe ein Buch geheimnisvoller Herkunft gefunden. Das Deus vi Eternus. Es heißt, es sei die letzte Nachricht des Erbauers selbst an eine sündige Welt. Habt ihr nicht einige Abschriften davon im Turm des Zirkels verkauft? Oh, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ebenso wenig wie diese großen Männer mit Schwertern. Greift an! Na gut. Ah! Ja. Schlagen wir sie schneller aus! Wieder mit dir! Ja. Los geht's!
Ach du Schande, da ist ein Magier oben. Nicht werden. Los geht's. Uiuiuiuiui. Okay, ich muss mal ganz kurz die Einstellungen ändern. Und das mache ich ganz schnell. Und das müsst ihr auch nicht, da müsst ihr auch nicht dabei zugucken. Ich schneide das dann so, dass ich dann gleich damit fertig bin. So, da bin ich wieder. Jetzt wollen wir doch erstmal looten. Eigentlich voll schön hier, wenn man das mal anguckt hier. Sehr hübsch. So, Beihayuan. Bin schon unterwegs. Geld, ein Goldring und eine Gemmenkapuze. Klugheit und 0,5 Gesundheitsregeneration im Kampf. Auch nicht schlecht. Oh je. Hin und wieder wird ein Erfinder von einer Inspiration erfüllt, die die Gesellschaft anschließend in eine neue Ära bringt. Dieses Kleidungsstück zählt nicht zu diesen Erfindungen. Ein kleines verzaubertes Medaillon, das in die Vorderseite dieser Kopfbedeckung eingesetzt wurde, sollte ein Bild der Person zeigen, die ihrem Träger am meisten bedeutet. Leider wurde die Gemme vermutlich bei einem durch eine harmlose Schwärmerei ausgelösten Ehestreit beschädigt, wodurch die Kapuze ausschließlich eine verhärmte Frau mit elfischen Wurzeln zeigt, die aus dem Kopf des Trägers blickt. Allerdings machen weitere Verzauberungen die Kapuze dennoch nützlich und eine in den Saum eingenähte Botschaft deutet darauf hin, dass ihr letzter Besitzer sie noch weiter verbessert hat. Repariert. Ohne das Gestotter ist sie viel besser. Spricht die Kapuze zu mir? Eigentlich ist meine besser, aber ich probier's mal aus. Hallo, Kapuze? Hallo. Aufsteigen. So, was haben wir hier? Todesmagie. Ist dieser Modus aktiv, nimmt der zaubernde entropische Energie aus seiner Umgebung auf und entzieht gefallenen Feinden in der Nähe ihre verbliebene Lebenskraft, um sich selbst zu heilen. Fluch des Gebrechens. Das Ziel wird mit einem ansteckenden Fluch belegt, der bei ihm selbst und allen anderen Gegnern in der Nähe Abzüge auf Kälte, Elektrizitäts-, Feuer-, Natur- und Geistresistenz verursacht. Ja, das klingt doch gut. So. Heldenhafte Verteidigung. Der Zaubernde schirmt einen Verbündeten mit Magie ab, wodurch diesem Boni auf Verteidigung sowie auf Kälte, Elektrizität, Feuer, Natur- und Geistresistenz gewährt werden. Er muss jedoch ebenfalls einen Abzug auf Erschöpfung in Kauf nehmen, was bedeutet, dass der Einsatz von Talenten oder Zaubern mehr kostet. Okay. Hallo? Gemmenkappe? Hm.
Ich werde sie mal eine Weile tragen. Vielleicht spricht sie mit mir, vielleicht auch nicht. So, weiter geht's. Natürlich. Ah, da seid ihr ja. Wir haben Lyrium dabei und bereiten gerade das Ritual vor. Dann können wir jederzeit anfangen. Es kann also nur eine Person hindurch? Ja. Wir haben derzeit nicht genug Lyrium, um mehr als einen Magier ins Nichts zu schicken. Habt ihr noch einen letzten Ratschlag für mich? Das kommt ganz auf den Dämon an. Es klingt nach einem Geist der Wollust und der Gier, die zu den Mächtigeren in der Hierarchie zählen. Er wird euch ins Gespräch ziehen und mit einem Angebot locken. Geht nicht darauf ein. Ihr seht ja, wohin Abmachungen mit Dämonen führen. Okay, ich bin bereit. Fangen wir an. Ich bin froh, dass wir diesen Weg gehen. Es ist die beste Lösung. Gut, ich nehme an, ihr geht ins Nichts. Oder hattet ihr jemand anderen im Sinn? Nein, ich gehe. Gut, dann beginnen wir mit dem Ritual. Okay. Bist du das, Connor? Ich höre dich. Ich komme! Oh, er sucht nach seinem... Vater! Wo bist du? Nach seinem Sohn. Ist da jemand? Hallo! Ich verstehe nicht. Es ist so kalt. Ich will nach Hause. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Bitte, Vater! Ich will dir doch nur helfen! Verflucht sei diese vermaledeite Finsternis! Warum kann ich nichts sehen? Oh je. Ihr da! Habt ihr meinen Sohn gesehen? Ich kann ihn hören, aber ich finde ihn nicht. In diesem Nebel gehe ich ständig im Kreis. Wisst ihr, wo ihr seid? Natürlich, ich bin... Nun, das Schloss ist... Die Erinnerung fällt mir schwer. Connor ruft nach mir. Ich renne, um ihn zu finden, aber er entwischt mir ständig. Wo ist Isolde? Warum bin ich hier? Beim Versuch, euch zu helfen, wurde Connor von einem Dämon besessen. Was? Besessen? Dann müssen wir ihm helfen. Seid ihr etwa deshalb hier? Überreden. Ja, ich bin hier, um Connor zu helfen. Ihr müsst mir vertrauen. Ich vertraue euch. Wir müssen meinem Sohn helfen. Aber ich finde ihn nicht in diesem Nebel. Ihr müsst Connor finden. Bitte, ich flehe euch an. Findet ihn! Ich tue alles dafür! Aber bitte, helft meinem Sohn! Connor, bist du das? Okay. Wer bist du? Hast du Vater so krank gemacht? Sag es mir! Nein, ich habe deinen Vater nicht krank gemacht. Wie soll ich sicher sein? Du könntest lügen.
Du könntest ein Dämon sein. Ich will deinem Vater helfen. Du musst mir einfach vertrauen. Nein, du willst Vater wehtun. Das lasse ich nicht zu. Okay, shit. Ja. Ist das dein Ernst? Das ist doch ein Witz! Ich hoffe, ich habe dem Jungen jetzt nicht irgendwie wehgetan. Connor? Connor? Du machst Vater so krank! Nein! Ich helfe ihm und du hinderst mich nicht daran! Geh weg von hier! Du musst weggehen! Bin ich tot? Träume ich? Ich verstehe das alles nicht! Ich halte dich auf! Bestimmt! Warum tust du mir immer weh? Warum willst du mich aufhalten? Was ist eure Aufgabe hier? Ist Connor wirklich unter euch? Und wenn ich Connor wäre, was würdest du ihm sagen? Dass ich hier bin, um ihm zu helfen. Du wirst nicht finden, wonach du suchst. Kehre zurück! Lass uns reden. Wir müssen nicht kämpfen. Mit dir rede ich nicht! Eindringling! Ich vertreibe dich! Ja! Okay, das haben wir geschafft. Bitte vergib mir, Vater. Geh weg von hier! Du musst weggehen! Bitte vergib mir, Vater. Das sieht schon cool aus hier mit dem Nichts. Vater wandert ziellos herum und sucht mich. Gefangen in meinem Netz. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Warum mischst du dich ein? Ja, weil ich Al-Iman wach und bei Sinnen brauche, deshalb. Sie braucht ihn auch. Ein Teil von ihm. Den guten Teil. Sie wird ihn nicht einfach freigeben. Nein. Du solltest jetzt gehen. Beharre nicht. Sonst wird ihr Schlimmes widerfahren. Ja. Ja. Das werden ja immer mehr hier. Ich hoffe, ich kann den kleinen Jungen retten. Oh oh. Huch, gnädige Dame, Sie sind irgendwie im Boden versunken. Hallo? Also gut, keine Illusionen mehr. Wir stehen uns Auge in Auge gegenüber. Ihr seht meine wahre Form und seid auf meinem Besitz. Hier ist meine Macht am größten. Und dennoch will ich mich nicht mit euch messen. Wenn ihr vernünftig seid,
Haltet ihr das genauso? Wir sollten stattdessen reden. Ich bin bereit zu reden. Gut. Ich ziehe vernünftige Verhandlungen vor, soweit möglich. Ihr wollt, dass ich die Seele des Jungen freigebe, richtig? Ja, so ist es. Ihr könntet mich überreden, freiwillig zu gehen. Ohne Ärger, ohne Blutvergießen. Und warum solltet ihr so etwas tun? Ihr würdet also darüber nachdenken. Dann mache ich euch einen Vorschlag. Ich lasse den Jungen frei. Für den Moment. Aber der Vertrag bleibt bestehen. Und in vielen Jahren kehre ich zurück und fordere meinen Besitz ein. Zu dem Zeitpunkt ist das, was ihr erreichen wollt, längst erledigt. Und dafür gebe ich euch jetzt etwas Wertvolles, das ihr wirklich haben wollt. Was sagt ihr? Also wie der Teufel quasi. Seele verkaufen und später wiederkommen. Ihr geht also und kommt dann zurück, wenn niemand damit rechnet? Ich hatte meinen Spaß in der Welt der Lebenden. Ich gehe und ihr könnt erzählen, ihr hättet mich getötet. Das würde sogar der Junge glauben. Er wächst auf und wird ein mächtiger und weiser Magier. Aber wenn ich zurückkehre, gehört seine Seele immer noch mir. Was genau würdet ihr mir denn anbieten? Sehr viel. Macht, Wissen, Vergnügungen. Was darf es denn sein? Arkane Geheimnisse. Ich will etwas über besondere Blutmagie wissen. Okay. Vergnügungen. Ich will die Liebe derer, die mich begleiten. Ich will etwas, womit ich meine Fähigkeiten verbessern kann. Ihr könnt mir nichts geben. Ach, wie traurig. Nun denn, wenn ihr den Kampf wünscht, sollt ihr ihn haben. Zeigt, ob eure Macht mit eurer Kühnheit mithalten kann, Kreatur. Kreatur? Hallo? Nicht so frech hier. Los geht's. Ach du Schande. Okay. Ja. Also, falls man das irgendwie erkennen kann, dann bin ich zu doof. Natürlich. Wenn du einen Kampf möchtest, kann ich ihn dir... Ja. Das hinter uns, ja? Oh, shit. Ah, ein Siegel. Los geht's. Du wirst mir gehören. Ja. Sieg.
Es ist also vorüber. Connor ist wieder er selbst. Er scheint sich an nichts zu erinnern, was ein Segen ist. Wir werden ihn wohl nach dem Krieg zum Turm des Zirkels der Magie schicken müssen. Zur Ausbildung. Ein seltsamer Gedanke, sich den Jungen als Magier vorzustellen. Eamon hat viel zu betrauern und wieder aufzubauen, so er sich erholt. Aber zumindest kann er dankbar sein, dass Sohn und Gattin wohlauf sind. Ich schulde euch meinen tiefsten Dank. Ich hatte schon... kaum zu glauben, dass Connor wieder der Junge ist, der er vorher war. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht wecken. Die Urne. Die Urne der heiligen Asche wird Eamon retten. Aber die Urne ist eine Legende und wird womöglich nie gefunden, Lady Isolde. Das mag sein, aber sie ist aus gutem Grund noch immer eine Möglichkeit. Ich greife nicht nach Strohhalmen. Mein Gatte hat die Forschungen eines Scholaren in Denerim finanziert, Bruder Genitivi. Er hat die Inschriften auf Andrastes Geburtsstein studiert. Als Eamon krank wurde, schickte ich die Ritter zu Genitivi. In der Hoffnung, er wisse inzwischen, wo sich die Urne der heiligen Asche befindet. Sie konnten Genitivi jedoch nicht ausfindig machen. Aus Verzweiflung sandte ich weitere Ritter aus, um ihn oder Hinweise auf die Urne selbst zu finden. Was macht ihr in der Zwischenzeit? Ich muss Eamons Ritter nach ihrer Rückkehr formieren, neue Soldaten rekrutieren und die Armee auf den Kampf vorbereiten. Ich übergebe Radcliffe zurück an Eamon, sobald er erwacht und in einem Zustand ist, in dem er bei dem kommenden Krieg von Nutzen sein kann. Was sonst? Aber euch muss doch klar sein, dass ich mich der dunklen Brut stellen muss. Ich bin ein grauer Wächter. Eamon genießt großen Respekt und ist mächtig. Er kann Ferelden vereinen. Wenn ihr die dunkle Brut bekämpfen wollt, werdet ihr ihn brauchen. Okay, dann werde ich versuchen, das Relikt zu finden. Das vermag sonst niemand. Ich würde es selbst übernehmen, aber ich kann Radcliffe nicht seinem Schicksal überlassen. Geht zum Haus von Bruder Genitivi nach Denerim. Vielleicht findet ihr dort Hinweise über seinen Aufenthaltsort. Dort muss die Suche ihren Anfang nehmen, denke ich. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück, der Erbauer sei mit euch. Die Urne der heiligen Asche. Ihr habt meinem Sohn das Leben gerettet. Und mir auch. Dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Oh. Das habe ich doch gern gemacht. Die Mütze hat nicht mit mir gesprochen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die erste Verderbnis. Geschichte von Ferelden. Oh, es gibt hier so viel zu putzen. Ich will gar nicht wissen, was hier genau geschehen ist. Besser ist das, glaube ich. Oh, ein hübsches Bild. Ja. Evelyn, Ritterin aus Olle. Du, hast du mich gerettet? Ja, das war ich. Dann danke ich dir. Vater sagt, man muss sich immer bei allen bedanken, die einem Gutes tun. Hoffentlich erholt sich Vater bald. Das wird er doch. Das kann ich dir nicht sagen. Ich will dir nichts versprechen, was vielleicht nicht passiert. Aber ich habe dir gern geholfen. Ihr habt den Sohn des Arls gerettet. Das muss doch von Bedeutung sein. Ja. Bin schon unterwegs. Schatzkammer.
Oh, ich muss mit Liliana nochmal die ganzen Orte abklappern hier. Nein! Oh, Erdgeschoss. Nein, nein, das wollen wir nicht. Los geht's. Ja, ich beklau erstmal die ganzen Leute hier. Natürlich. Die Gwerents aus Ferelden. Ja, die kennen wir ja eigentlich schon. Wenn wir die Bücher gelesen haben von Dragon Age, dann kennen wir die Gwerents. Was ist das denn? Eamon und Tegan und ihre Schwester sind alle Gwerents. Ich loote das ganze Schloss. Ja. Drachenstatuette aus Stein. Und die Wachen, die drücken mal ein Auge zu. Nein! Fähigkeit unzureichend. Tagebuch eines Besänftigten. Dann würde ich sagen, ich komme einfach mal zurück mit Liliana. Kann ich die hier austauschen? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Wieso ist hier so komisch? Wieso stehen die Statuen hier so komisch? Ah, bitte? Ja. Oh Mann, ey. Silber Kelch. Los geht's. Die Geografie von Ferelden. Ah, die haben hier richtig coole Bücher, die Royals. Das Reich von Orlais. Bin schon unterwegs. Amulett von Alistairs Mutter. Dieses Silbersymbol von Andrastes Flamme ist voller Risse. Jemand mit sehr viel Geduld muss das zerbrochene Stück wieder zusammengesetzt haben. Ist das Amulett meiner Mutter? Das muss es sein. Aber warum ist es nicht zerbrochen? Wo habt ihr es gefunden? Hier. Einen Meter weiter. Ich habe es auf Schloss Radcliffe gefunden, im Studierzimmer. Dort, wo wir uns gerade befinden, Alistair. Oh, das Studierzimmer des Aals? Dann muss er das Amulett gefunden haben, nachdem ich es gegen die Wand geschleudert hatte. Es repariert und aufbewahrt haben. Ich verstehe nicht, warum hat er das getan? Vielleicht bedeutet ihr eben mehr, als ihr glaubt. Ihr könntet recht haben. Wir haben nie viel miteinander geredet und als ich dann fortging... Danke, wirklich. Ich dachte, ich hätte es wegen meiner Dummheit endgültig verloren. Ich muss mit ihm darüber reden, falls er wieder gesund wird. Sobald er wieder gesund ist. Ich wünschte, ich hätte es schon vor langer Zeit wiederbekommen. Euch ist eingefallen, dass ich es schon einmal erwähnt habe? Wow. Normalerweise hören die Leute nie zu, wenn ich etwas erzähle. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ihr überhaupt mit mir darüber gesprochen habt, aber... Aber wir sind auf jeden Fall Freunde. Und wenn ihr es mir erzählt habt, dann ist es mir auf jeden Fall eingefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich geehrt. Nochmals, danke. Ach, kein Problem, mein Freund. Trotzdem muss ich mit Liliana nochmal wiederkommen hier. Und ich weiß nicht, was mit diesen komischen Statuen abgeht hier. Ah, Sir Perth. Hallo.
Gut, dass ihr das mit dem Dämon geklärt habt. Mhm. Nun müssen wir entweder den Aal wiederbeleben oder Ben Teagan seinen Platz einnehmen lassen. Ja, lasst es mich erstmal versuchen, ja? Also nicht so schnell. Ihr seid zurück? Habt ihr Neuigkeiten? Guter Mann, ich bin noch nicht mal los. Wie geht es, Aal Eamon? Leider unverändert. Wir haben magische Heilmethoden ausprobiert, aber nichts wirkt. Mit der Zeit glaube ich, dass die Urne unsere einzige Hoffnung ist. Dann muss ich zurück auf meinen Posten. Der Bürgerkrieg tobt und Loghain ist sicherlich verstimmt, dass Radcliffe nicht ausgeschaltet wurde. Viel Glück, Freund. Ich hoffe, es läuft weiterhin gut für uns alle. Ja, ich habe ja die Bücher gelesen und da erfährt man, dass Loghain eigentlich ein ganz cooler Dude war früher, aber irgendwie durch den Krieg, er hat sehr viele schlimme Dinge mit angesehen und das hat ihn irgendwie verändert und dafür ist halt Orlé verantwortlich und ja, das hat halt irgendwie dazu geführt, dass er dann durchgedreht ist als potenziell Ferelden mit Orlé anbändeln wollte. Das bedeutet nicht, dass seine Taten nicht schlecht sind. Das will ich damit nicht sagen. Das ist auf jeden Fall scheiße. Aber irgendwie, ich frage mich halt immer, wie passiert es, dass jemand so wird? Und vielleicht kann man ihn ja irgendwie wieder den rechten Weg führen. Wer weiß. Vielleicht können wir das ja irgendwie arrangieren. Da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Radcliffe. Was habt ihr auf dem Herzen, Alistair? Ich wollte euch nur danken. Ihr habt alles getan, um die Familie des Aals zu retten. Und das mit Erfolg, obgleich ihr es euch leichter hättet machen können. Es gab so viel Tod und Zerstörung, dass es mich froh stimmt, dass wir wenigstens etwas retten konnten, wie unbedeutend es auch sein mag. Das war ich dem Aal schuldig. Wenn wir die Verderbnis aufhalten können, retten wir noch viel mehr. Ihr habt recht. Hoffentlich ist dann noch genug von Ferelden übrig, das sich zu retten lohnt. Gut, nachdem wir den sentimentalen Teil hinter uns haben, können wir nun zur rituellen Verstümmelung zurückkehren. Mhm. Oh, Moment. Heute ist gar nicht Dienstag, oder? Oh. Wisst ihr, es mag nicht der beste Moment dafür sein, aber ich möchte euch etwas fragen. Wir werden ja vermutlich bald nach Denerim gehen. Und ich frage mich, ob wir dort nicht jemanden besuchen könnten. Ihr habt einen Freund außerhalb der Grauen Wächter? Ich rede nicht von einem Freund. Nicht wirklich. Und es ist auch nicht die andere Art von Freund. Es ist so. Ich habe eine Schwester. Eine Halbschwester. Ich habe euch doch von meiner Mutter erzählt. Sie war Dienerin auf Schloss Radcliffe und sie hatte noch eine Tochter. Von der wusste ich aber nichts. Vermutlich wusste auch sie nichts von mir. Meine Geburt wurde ja geheim gehalten. Als ich dann ein grauer Wächter war, habe ich Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass sie noch lebt. In Denerim. Habt ihr Kontakt zu ihr aufgenommen? Nein, ich wollte ihr schreiben, habe es aber nicht getan. Dann wurden wir nach Ostagar gerufen und die Gelegenheit war dahin. Nur sie ist mir von meiner Familie geblieben. Nur sie hat mit dieser ganzen Königsproblematik nichts zu tun. Ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, sie zu besuchen. Die Verderbnis naht und ich weiß nicht, ob sich je wieder die Gelegenheit bietet, sie zu sehen. Vielleicht kann ich ihr helfen, sie vor der Gefahr warnen, was auch immer. Wie wird sie wohl auf euch reagieren? Ich bin nicht sicher. Ich weiß nichts über sie, kenne nur Name und Wohnort.
Sie heißt Goldana, ist verheiratet und lebt in der Nähe des Gesindeviertels. Wenn wir in der Gegend sind, würde ich gerne vorbeischauen. Neue Quest. Alles klar. Eine kleine weiße Wildblume, gemeinhin bekannt als Andrastes Siegen. Blumen? Für mich? Oh, sie riechen wundervoll. Und irgendetwas an ihnen ist mir ungemein vertraut. Das waren die Lieblingsblumen meiner Mutter. Sie hat die getrockneten Blüten auf ihrer Kleidung verstreut. Oh, sie riechen genau wie sie. Ich danke euch sehr. Dann werden wir noch mal ein paar Gerüchte aufschnappen. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Mhm. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört, mein alter Freund? Taryn Loghain hat verkünden lassen, dass es jedem Adligen, der sich nicht an den Schwur hält, dem Thron zu dienen, so ergehen wird wie Ben Bronek. Das hat eine ganze Reihe von Leuten ziemlich wütend gemacht. Einige der Bands, die bisher geschwiegen haben, sagen jetzt, dass Loghain auf ihren Rechten als souveräne Lords herumtrampelt. Es scheint, als seien weitere Kämpfe wohl nicht zu vermeiden, nicht wahr? Mhm. Das ist eine traurige Situation. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Ja, Loghain ist vom ehrvollen Kriegshelden sehr weit vom Weg abgekommen, tatsächlich. Endlich gibt es Neuigkeiten aus Redcliff. Es scheint, als leide Al-Iman an irgendeiner tödlichen Krankheit, vielleicht sogar der Verderbnis. Er könnte sogar sterben. Wenn dies geschieht, kann sich im Landting vermutlich niemand mehr gegen Taryn Loghain stellen. Ziemlich angenehm für den Taryn, nicht wahr? Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Es gibt schreckliche Neuigkeiten. Alle reden über eine Schlacht im Norden zwischen Loghains Männern und Ben Bronek. Der Ben wurde vernichtend geschlagen. Irgendjemand meinte, er habe mit Loghain verhandeln wollen, aber das glaube ich nicht. Loghain würde niemals jemanden angreifen, der bereit ist, sich zu ergeben. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Ich kann mir das tatsächlich schon vorstellen. Es gab schon wieder einen Kampf, diesmal nördlich von Lothering. Da sowohl die Bands als auch Loghain behaupten, sie hätten gesiegt, wissen wir noch nicht genau, was geschehen ist. So wie es sich anhört, sind die Truppen zufällig aufeinander gestoßen und haben angefangen zu kämpfen. So ein verdammtes Chaos. Hm. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Im Moment wüsste ich nicht, was ich euch erzählen könnte. Ich will noch mal gucken, kann ich hier irgendwelche Geschenke loswerden, wo ich genau weiß, wem sie gehören. Das Amulett der Kirche. Das Amulett ähnelt denen, die von den Mitgliedern der Kirche getragen werden. Dargestellt ist wie üblich Andrastes ewige Flamme. Herr Liliana oder der Templer? Schmuck ist ja für Morrigan, das heißt. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Die Rose von Orlais. Ein Buch über eine Frau namens Talia Lyon und ihre stürmische Romanze mit dem arroganten Chevalier Garen. Kleine Statue, Silberhalskette. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Die Guerins aus Ferelden, ein genealogischer Abriss. Das Buch verfolgt die Linie von Al-Iman zurück bis in die Zeit der Clans der Alamari. Es wurde wohl noch nicht sehr oft gelesen. Außergewöhnlicher Malachit, kleiner Goldbarren. Rinderknochen. Ja, aber der hat mich ja sowieso lieb. Also, Stahlarmschützer.
von Kriegshunden. Stan. Bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz nachgucken, wer was bekommt, weil ansonsten kriegt man, glaube ich, auch Minuspunkte oder so. Das will ich nicht unbedingt. Bis gleich. Weißer Runenstein. Ist das für mich? Erlester. Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Oh, Drachenstatuette. Ist das für mich? Wirklich? Erlester. Nun, ich bin sprachlos. Morrigan habe ich das schon gegeben. Wynn bekommt die Abhandlung über die Guerrens. Ein großzügiges Geschenk. Ich danke euch vielmals. Und sie trinkt auch gerne Wein. Ein großzügiges Geschenk. Ich danke euch vielmals. Und sie bekommt auch die Rose von Orly. Oh, wundervoll. So. Liliana bekommt das Amulett der Kirche. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Stan bekommt das Porträt mit Wasserflecken. Ich bin beeindruckt. Hab Dank. Und das andere weiß ich nicht genau. Juhu! Habt ihr mir jetzt was zu sagen? Ja. Wollt ihr mit mir reden? Das überrascht mich nicht. Also gut. Gut. Sprecht. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Ja. Wie ihr wünscht. Will irgendjemand mit mir reden? Beschäftigt euch etwas? Ich habe einige Fragen. Natürlich. Wenn ihr in der Kirche aufgewachsen seid, dann habt ihr da nie... Nie? Nie was? Ordentliche Schuhe gehabt? Ihr wisst, was ich meine. Da bin ich nicht ganz sicher. Nie einen Basilisken gesehen? Nie Fleisch in Aspik gegessen? Nie im Winter an einem Laternenmast geleckt? Sex? Oh, also darum ging es euch. Nun, wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr es zuerst sagen. Ehrlich gesagt, nein, habe ich nicht. Ich selbst habe es auch noch nie gemacht. Also, natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber ihr wisst schon. Hattet ihr nie Gelegenheit dazu? Nun, das Leben in der Kirche eignet sich nur bedingt für wilde Jungs. Mir wurde beigebracht, ein Kavalier zu sein. Auch nicht schlecht, oder? Ja, das müsst ihr wissen. Ich will ja nichts überstürzen. Es könnte immerhin sein, dass wir gar nicht überleben, was jetzt auf uns zukommt. Genug. Ich will darüber nicht länger sprechen. Gehen wir. Okay. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Was verändert sich nach dem Beitritt? Ihr meint, außer dass man ein grauer Wächter ist? Ich meine, gibt es körperliche Veränderungen? Wisst ihr, das habe ich Duncan auch gefragt und er hat gesagt, wart's ab. Das ist aber irgendwie ein bisschen grausam. Duncan will es nicht etwa geheim halten. Aber die grauen Wächter reden einfach nicht oft darüber. Es ist wohl kein sehr angenehmes Thema. Als erstes fiel mir auf, dass mein Appetit sich steigerte. Ich stand mitten in der Nacht auf und räumte die Speisekammer leer. Ich dachte, ich müsste verhungern.
Ich habe alles runtergeschlungen, als wäre es mein letztes Mal, bis mein Gesicht ganz verschmiert war. Die anderen grauen Wächter haben mich angestarrt und dann Tränen gelacht. Komisch, ich habe davon nichts gespürt. Wirklich? Ich habe euch neulich beim Abendessen beobachtet. Ein Gemetzel. Das bezweifle ich doch sehr. Es ist wohl bei jedem anders. Dennoch seid und bleibt ihr ein Wilder. Hey! Oh, und dann kamen die Albträume. Duncan sagte, das gehöre zu unserem Gespür für die dunkle Brut. Wir nehmen teil an ihrem, ich weiß nicht, wie man es nennt, ihrem Gruppengeist. Und wenn wir schlafen, wird es schlimmer. Nach einer Weile kann man es verdrängen, aber am Anfang ist es hart. Während einer Verderbnis soll der Beitritt besonders schlimm sein. Wie ist es bei euch? Okay, man wird also Teil des Dunkle Brut-Kollektivs quasi. Ja, ich hatte einige seltsame Träume. Manche haben kaum Probleme damit, aber das ist selten. Andere können nie wieder richtig schlafen. Die sind eben empfindlicher. Das Ende ist aber für alle gleich. Ab einem gewissen Alter kommen die richtigen Albträume. Dann weiß ein grauer Wächter, dass seine Zeit abgelaufen ist. Seine Zeit ist abgelaufen? Oh, stimmt ja. Wir hatten nie genug Zeit, um euch den Teil zu erzählen, richtig? Nun, neben den vielen wunderbaren Vorteilen, die man als grauer Wächter hat, müsst ihr euch auch keine Sorgen über das Alter machen. Ihr habt noch 30 Jahre zu leben, mehr oder weniger. Die Verderbtheit ist ein Todesurteil. Am Ende kann euer Körper die Belastung nicht mehr ertragen. Die meisten grauen Wächter gehen dann nach Orsamar und sterben im Kampf, statt auf den Tod zu warten. So lautet die Tradition. Ach du Scheiße, okay. Und warum Orsamar? Unten, wo die Zwerge sind, gibt es immer dunkle Brut. Die alten grauen Wächter gehen in die tiefen Wege und schlagen dort ihre letzte ruhmreiche Schlacht. Bei einer Verderbnis herrscht zwar kein Mangel an dunkler Brut, aber so lautet die Tradition. Die Zwerge respektieren uns deshalb. Ihr wolltet doch wissen, warum wir neuen Rekruten nichts über den Beitritt erzählen. Jetzt wisst ihr's. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen hintergangen. Das ist nicht richtig, finde ich. Wenn wir mit Freiwilligen arbeiten würden, gäbe es die grauen Wächter dann überhaupt? Ein paar vielleicht. Ihr wärt nicht hier. Ich vermutlich auch nicht. Aber die Verderbnis muss aufgehalten werden. Wisst ihr, Duncan hat seit kurzem solche Albträume. Er hat es mir gesagt, im Vertrauen. Er wird in absehbarer Zeit selbst nach Orsamar gehen müssen. Letztlich wollte er es zwar so, aber ich hätte ihm doch gewünscht, dass es seiner würdiger wäre. Er gerät nicht in Vergessenheit, Alistair, und die anderen auch nicht. Ich weiß. Die Verderbnis beenden. Das sollte all die Opfer wert sein, richtig? Alistair ist dagegen. Okay, aber wir haben ja einfach nur offen und ehrlich miteinander geredet, Alistair. Ja, keine Ahnung. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Wie war es, ein grauer Wächter zu sein, zusammen mit den anderen? Ich kannte sie nicht lange, aber doch länger als ihr. Ihr habt nicht einmal alle kennengelernt, oder? Ein seltsamer Haufen. Es war wie eine Familie im weiteren Sinne, weil wir alle mit unserem vorherigen Leben abgeschlossen hatten. Und wir haben mehr gelacht, als man vermuten möchte. Einmal... Aber ihr wollt sicher keine Geschichten über Männer hören, die ihr nicht einmal kanntet. Doch, ich würde sie sogar sehr gerne hören. Es gab einen grauen Wächter, der direkt aus Anderfels kam. Wie hieß er noch gleich? Gregor? Ein kompakter Mann mit dem größten und dichtesten Bart, den ihr je gesehen habt. Und er konnte trinken. Er trank ständig, war aber nie betrunken. Schließlich sind wir alle gegen ihn angetreten, um herauszufinden, nach wie viel Krügen er unter dem Tisch liegt. Ihr hattet wohl viel Spaß. Manchmal.
Wir waren wie Brüder. Alle hatten den Beitritt hinter sich. Wir wussten also, es muss ja auch nicht immer todernst zugehen. Jedenfalls haben wir es nie herausgefunden. Er sagte, er tränke einen Krug für jeden halben Krug, den einer von uns trinkt. Als wir alle schon umgefallen waren, trank er immer noch. Angeblich stieß Duncan später dazu und sah uns, wie wir alle schlafend in der Halle lagen, während Gregor immer noch trank. Duncan lachte, bis er beinahe... bis... Es tut mir leid. Das ist sicher schwer für euch. Ja, das ist es wohl. Ich dachte, ich sei darüber hinweg, aber... Mir fiel gerade ein, dass ich kein Erinnerungsstück an Duncan habe. Gar nichts. Ich hätte gerne etwas von ihm gehabt, das ich bei mir tragen kann. Das klingt sicher ziemlich dumm für euch. Überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht doof. Ich hätte einfach nur gerne etwas von ihm gehabt, das ich bei mir tragen kann. Aber es bringt ja nichts, darüber jetzt zu wehklagen. Er ist fort. Lasst uns gehen. Ich möchte etwas wissen, und zwar eure Meinung über einige unserer Reisegefährten. Habt ihr etwas dagegen? Es ist also Zeit für zügellosen Klatsch. Ich habe den heimtückischen Plan, ihnen allen im Geheimen zu erzählen, welche schreckliche Dinge ihr über sie gesagt habt. Sie werden meutern und ich werde Anführer. Als wenn ihr das wollt. Wenn ihr Anführer sein wollt, braucht ihr nur zu fragen. Was? Anführer? Ich? Nein, 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 bloß nicht. Schlimme Dinge passieren, wenn ich Anführer bin. Wir verirren uns. Es gibt Tote. Und plötzlich stehe ich irgendwo ohne Hosen da. Aber im Ernst, ich bin einfach nur neugierig. Ich habe mir meine Meinung gebildet und wollte wissen, ob sie sich von der euren unterscheidet. Warum interessiert euch, was ich denke? Warum nicht? Natürlich interessiert mich, was ihr denkt. Wir sind doch Freunde. Na gut. So fragt, wenn es sein muss. Was ist mit Stan? Wie er mich ansieht mit diesen Augen. Unheimlich. Und er ist so still dafür, dass er so groß ist. Ja, die Kunari, das ist halt eine andere Kultur. Klar kann man sagen, dass sie sehr kriegerisch sind und eventuell für manche Länder auch gefährlich, aber Stan, also unser Stan, ich respektiere ihn. Je mehr ich mit ihm spreche, desto vernünftiger wirkt er auf mich. Seine Philosophie ist seltsam, aber beileibe nicht so schrecklich, wie die Kirche behauptet. Das sowieso nicht. Und dennoch hat er all die Leute getötet. Er leugnet es nicht einmal. Beunruhigt euch das nicht? Wir sind alle Mörder, Alistair. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber ich begreife, was ihr damit meint. Was ist mit Liliana? Ist sie verrückt? Oder glaubt ihr wirklich an ihre Vision? Ich weiß nicht, es könnte wahr sein. Wer sollte darüber urteilen? Vielleicht habt ihr recht. Sie konnte ja nicht wissen, dass wir dringend Hilfe benötigten. Und dennoch war sie plötzlich da. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Wenn man sie betrachtet, während sie sich unbeobachtet fühlt, wirkt sie so traurig. Ich fühle mich fast schuldig, sie ihrem Leben entrissen zu haben. Aber es war ihre eigene Entscheidung. Ja, ich weiß. Dennoch habe ich Mitleid mit ihr. Morrigan, vertraut ihr ihr? Bedenkt doch. Vielleicht hat Flemeth sie uns aus einem anderen Grund mitgeschickt, als dem, den sie uns gesagt hat. Ihr mögt einander nicht wirklich, oder? Abgesehen davon, dass sie durch und durch ein Miststück ist, Hallo? Nein. Ich mag sie überhaupt nicht. Warum?
Ihr? Sie und ich haben eine Beziehung. Naja, so wirklich definiert haben wir das ja nie, aber... Naja, ich sag's einfach mal. Sie und ich haben so etwas Ähnliches wie eine Beziehung, denke ich. Na toll, Sie hatten also recht. Naja, es ist euer Begräbnis. Genug davon. Meine Neugier ist gestillt. Gehen wir zurück an die Arbeit, ja? Alistair ist dagegen. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, mit Morrigan was anzufangen. Egal. Aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.